Willkommen zum neuen Mofakult-Video. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, haben wir das Töffli komplett zerlegt. Heute kümmern wir uns um das Herzstück von dem Ganzen, um unseren schönen E50-Motor. Dazu haben wir uns schon mal einen schönen Motorhalter, ein bisschen Werkzeug organisiert. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Krigi. Et voilà, da ist er schon. Was mache ich jetzt da? Ja. Du zerlegst heute unseren schönen Motor. Also, viel Spaß. Also, heute geht es einfach mal um die Komplettzerlegung. Wir schauen uns mal alles an. Wie sieht das Getriebe aus? Wie sieht der Rest vom Motor aus? Ob wir da noch irgendwelche Schäden haben? Und dann schauen wir mal, was wir auf dem Schuss aufbauen können. Also, legen wir doch los mit dem Motor. Nehmen wir den mal auseinander. Tun wir ihn aufspannen als erstes. Was ist denn da? Das sind meine Doktorhändchen. Braucht man die, wenn etwas mehr besser ist? Oder? Nein, weißt du, das ist, wenn ich nachher noch muss probieren. Nein, es hat einen einfachen Grund. Wenn ihr das auch mal wissen wollt, es ist eigentlich gar nicht lustig, wenn man in der Stift im dritten Lehrjahr herausfindet, als Lastermech, dass seine Haut Öl nicht verträgt. Ist eigentlich nicht ganz witzig. Darum, Luca, Schnauze. Ja, Kigi, kannst du den auch tauen? Dann geht so. Oh, endlich, jetzt habe ich meine Ruhe. Gut, also Motor aufspannen. Ganz praktisch, der Ständer. Richtig geil, ein Metro-Kickholder, schön versaut. Sehen wir dann nachher noch die neue. Nehmen wir schnell den Anzugstutzen oben runter. Da ist wichtig, den Zylinder abnehmen, den sauberen Geführer rausziehen. Und dann, sobald dann nachher der Kolben unten rauskommt, irgendwie mit der Hand den Kolben stützen, damit er dann nicht runterdängelt und kaputt geht. In unserem Fall ist Rejamarsch und der klemmt den schön. Dann machen wir es folgendermaßen. Ich nehme zuerst geschwind die Schwungradabdeckung weg. Dann kann ich nämlich den Schwungrad anheben, kann ihn nachher ringer runterziehen. Wenn ihr ihn gar nicht rausbringt, das gibt es zum Teil auch. Wir können auch den Zylinder mit dem Kolben zusammen abnehmen. So, der Zylinder ist weg, dann können wir jetzt noch den Kolben schränzen. Genau, den hat man eigentlich eh gerührt, aber wir nehmen ihn jetzt hier raus. So nimmt man natürlich den Kolben im Normalfall nicht raus. Ja, wir sehen jetzt hier. Das war eigentlich kreativ, das ist irgendwie ein sogenannter V-Schliff. Ja, nicht sehr optimal, bis auf den Kolbenring runter. Da sieht man richtig, wie es auf der Seite anfangen zu rausbröckeln. Wir haben Kompressionsverlust, den wir nicht machen. Zum Schwungrad anheben, am besten so einen Schwungradhalter kaufen. Können wir bei uns über im Sortiment. Und in den Link auch der super Motorhalter. Also ich empfehle euch wirklich, kaufen den, es ist viel ringer. Das ist übrigens ein ganz gutes Zeichen, wenn es so tätscht. Das heisst, der Konus hat auch gehebt. Die Zündung nehmen wir die alte Unterbrecherzündung raus. Ihr habt ja schon fleissig in die Kommentare reingeschrieben, was man könnte nehmen. Wir haben hier eine gute Idee. Es wird sicher etwas sein, das man drosseln kann. Sonst schreibt unten nie, wenn ihr noch andere Inspirationen habt. Nach der Zündung können wir dann eigentlich den Motor schon gleich auseinandernehmen. Für das nehmen wir zuerst einen geschwinden Kupplungsdeckel runter. Dann haben wir hier wieder eine Mutter auf der Kupplung drauf. Hier könnt ihr am besten wieder anheben mit dem Halter. Nehmen wir die Schrauben lösen, keinen Schlagschrauber, wenn es da etwas mühsam ist vielleicht. Mit dem Schlagschrauber könnt ihr die Kurbelwelle verdrehen, was nicht sehr förderlich ist. Es geht noch gut zum Anheben, wenn man noch mal etwas redet. Mal schauen, ob der Luca. Das lernen wir schon noch. Also, was muss ich machen? Eben mal geschwind den an. Hier ein bisschen abdrücken, damit ich lösen kann. Du musst dann hier ein bisschen die Nut abheben. Genau.
Wenn du oben drückst, ist das schon mal gut. Das kann ich lösen. Tipptopp. Danke. Zum Kupplung abnehmen braucht ein Kupplungsabzieher. Sollte in keiner Werkstatt fehlen. Hier wichtig, ich war schon etwas schnell gewesen, machen die Mutter zuerst wieder ein bisschen drauf, dass er nicht die Kurbelwellen spreizt. Habe ich auch schon gehabt, wenn es dann mal ganz viel Kraft braucht. Da schaue ich, dass das Brückchen schön gerade ist. Jetzt haben wir mal das auseinander. Schauen wir doch mal schnell die einzelnen Teile geschwind ein bisschen an. Was da alles vorgekommen ist. Ja, wir haben angefangen bei der Zündung. Das ist klar, die ersetzen wir so oder so. Nach einem Vergaser, der ist auch total vermurkset. Ersetzen wir eh auch, weil es ja da sicher etwas Größeres drauf gibt. Der Zylinder ist ja richtig deftig am Arsch. Super geklemmt, richtig geil verbastelt. Gratulation an den, der das angebracht hat. Kupplungskorb, die Zahnung ist so weit in Ordnung. Dann die Kupplung selber, die ist auch am Arsch. Schauen wir mal, was wir dort rein machen. Der restliche Teil hier vom Kupplungszeug, Kupplungsdeckel ist eigentlich in Ordnung. Da können wir das wieder verwenden. Nebenbei sind halt alle Verschleißteile, die man wechselt, ist klar. Dichtige Bronzebüchsli, Kerzen, Kerzenstecker, völlig klar. Dann nachher gehen wir mal weiter an den Motor. Ich bin gespannt, was in dieser Schaufel direkt noch vorkommt. Ich bin noch nicht zuversichtlich. Schauen wir doch mal rein. Der ist noch fast gelaufen. Gut, um den Motor aufzutun, am ringsten. Also, zuerst mal versuchen, geht er so auf. Manchmal heben sie je nach Dichtmasse. Nehmen den Geschwind von der langen Schraube. Tun die wieder ein paar Gewindumgänge sauber drin runter. Hinten könnt ihr auch einmal. Dann könnt ihr nachher hier ein bisschen Spannung drauf geben. Hammer. Ein Schlag. Und schon löst sich das Ganze. Schaut, dass ihr nicht irgendwie auf Kurbelwellen rumbängeln oder so. So. Wenn wir reinschauen. Oh, Trommelwirbel. Tada. So, da. Und da haben wir den Inhalt von dieser Schaufel Dreck. Kurbelwellen rausnehmen, entweder kommt sie oder sie kommt nicht so. Kann man je nachdem mit einem Schraubenzieher geschwind anhebeln. Wenn ihr noch wollt, habt ihr hier noch ein paar Nadellagerwalzen. Kurbelwellen also auch Schrott. Stirnrad, alle Zähne dran. Das sieht soweit noch gut aus. Dann nehmen wir noch die letzten paar Teile ab. Und zwar den Sägering, Simmering, den Zwischendistanzring mit auf die Seite legen. Dann nachher Lager abnehmen. Hey, Stief, willst du nicht mehr? Steven gibt den Geist auf. Schon wichtig, dass wir da auch für die weiblichen Zuschauer etwas Schönes haben. Gut, back to business. Lager ab. Gibt es einen Lagerabzieher. Dann könnt ihr das sauber aufsetzen, ist wirklich eine geniale Sache. Die Schalen einhängen, ist eigentlich genau gleich wie bei den Kurbelwellenlager. Der Ring drüber. Da zum Abziehen am besten geht es, wenn ihr da geschnitten in den Schraubstock einspannt. Oder sonst halt mit der Zange gegenheben. Dann könnt ihr das da sauber abdrehen. Die Schalen wieder wegnehmen. Et voilà. Hinterteil das genau gleiche. Hier voilà. Bei den Kurbelwellen machen wir das genau gleiche, aber wir nehmen jetzt die Lager nicht mehr, aber weil wir die eh fortrühren. Beziehungsweise rühren sie am Luca an. Er hat ja gesagt, der Motor sei noch super. Aber mit dem Bläuelspiel gewinnst du keinen Preis mehr. Dann schauen wir geschwind das Motorengehäuse an. Ob es irgendwie auffällige Risse oder etwas dran hat, mal so vor dem Reinigen sicher. Was wir hier sicher schon mal gesehen haben, ist der Speerbolzen vom Ritzel. Der ist hier mal ein bisschen misshandelt worden. Den können wir entweder ersetzen oder wir lassen ihn gerade ganz weg. Der Rest ist soweit eigentlich gut. Jetzt geht es echt daran, um die paar wenigen Teile, die wir noch brauchen, von diesem Motor zu putzen. Ich glaube, zum Putzen, das lassen wir am Luca. Ich habe gehört, er möchte das gerne. Darum holen wir jetzt mal den Luca. Luca! Luca! Hey, Bub!
Rekord gekauft hast. Ich glaube, dann würde man sagen, tun wir das mal sauber putzen. Also du tust putzen. Was bauen wir auf? Was meint ihr? Was bauen wir drauf? Gebt eure Vorschläge, schreibt es unten rein. Der Luca hat nichts zu sagen. Ich auch nicht. Sondern ihr seid so bestimmt, was da drauf kommt. Darum postet unten nie. Wenn ihr den Luca nackt gesehen beim Teilewaschen, postet es auch unten rein. Da kann ich sagen, es sei scheinbar üblich bei dieser Firma. Darum wollen wir uns mal überraschen. Ja, für dich hast du ja deinen Job erledigt, oder? Ja. Kannst du aus meinen Augen halt wieder verreisen? Also, soll ich nochmal schnippen? Oder, kannst du mir es beibringen? Bei mir funktioniert es noch nicht recht. Also, es ist relativ einfach, oder? Du machst ja, ich kann so. Das nie. Voilà, weg ist er, oder? Ich weiß gar nicht, wer der Typ hat. Aber eigentlich könnte ich hier noch die Abmoderation machen. Also, ich würde sagen, holen wir ihn wieder. Voilà! Gut, schön. Das wär's gewesen vom heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Schreibt wirklich ohne nie, was ihr da motorisch drauf haben wollt. Ein paar Gedanken haben wir schon gemacht. Vielleicht wissen die es besser, da sind wir uns auch sicher. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Richtig geil! Danksiegel! Danksiegel wird das lösen, Luca! Leck mal am Arsch! Luca, hast du deine Unterhose reingelegt, oder was? Was ist das denn? Das ist ein Marxing, hast du gesehen, wie er da rumgefahren ist?